So, Hilde, du weißt ja, was los ist. Heute ist Generalprobe, nicht? Und wenn du morgen wieder durch die Fahrprüfung rasselst, dann knattert es aber im Karton. Klar? Abflug. Ja, reicht. Jetzt mach ich als erstes den Schulterblick. Ja, und jetzt wärst du schon durchgefallen. Wieso das denn? Sicherheitsgurt. Den hab ich vergessen. Sag mal, was trampelst du denn da dauernd auf dem Macaroni rum? Wieso? Ich denk, das ist das Gas. Der Stiefel ist das Gas, die Macaroni sind die Bremse und das Telefon ist die Kupplung, klar? So, schön langsam den Fuß von der Kupplung. Ja, siehst du, geht doch, ja. Ja, und dann nicht so weit links, da ist nämlich der Gegenverkehr, nicht? Ja, da vorne ist ein Zebrastreifen. Bist du bescheuert, so in die Eisen zu steigen, Mann? Wenn uns da hinten draufgeknallt wäre. Ja, wieso? Da hätten die doch Schuld gehabt. Ja, Schuld haben immer die anderen, das ist klar, das weiß ich. Los, also weiter, durch die Unterführung durch. Was ist denn jetzt los? Nix ist los. Wir sind in der Unterführung und du hast kein Licht an. Aber was rührst du denn da so rum? Ja, siehst du das denn nicht? Da ist so eine Baustelle. 30 fahren. Siehst du denn die Bauarbeiter nicht? Oh, wenn wir aus der Unterführung raus sind, fährst du direkt auf die Autobahn. Hier ist das NDR-Verkehrsstudio. Autobahn A1 zwischen Hamburg-Horn und Lübeck. Stau von 16 Kilometern Länge. Sag mal, was machst du denn da? Wieso denn? Du hast doch gesagt, ich soll auf die Autobahn fahren. Hast du es denn gerade nicht im Radio gehört? Da ist ein Stau von 16 Kilometer Länge. Da fährt man doch nicht extra auf die Autobahn. Mein Gott, kannst den Herrn auf den Knien danken, dass wenigstens in unserer Familie ein Auto fahren kann. Als Anfänger habe ich ja nicht mal so viel Fehler gemacht, so wie du. So, und jetzt spiegst du da vorne ab, rechts in die Alzerbuchchaussee. Ja, darf ich das denn überhaupt? Fahr weiter, du alte Planschkuh. Oh, ich glaube, jetzt klingelt der Motor. Motor. Telefon klingelt, Fußrenker. Hör mal einer. Ja, bitte belästigen Sie uns nicht, danke. Ja, konzentrier du dich auf den Verkehr, fahr weiter. Ja, wie denn? Du hast ja immer noch meine Kupplung. So, und jetzt biege ich endlich rechts ab in die Alzerkrug-Chaussee. Mann, das ist ja ein Verkehr heute. Was ist denn? Sind Sie Herr Jens Döben einer? Ja, und? Sie sind vorhin verkehrswidrig in die Alsterkuchschaussee nach rechts abgewogen. Das ist eine Einbahnstraße. Das kostet 120 Mark Strafe. Ich passiere sofort. Wieso? Meine Frau ist doch gefahren.